Deutschland rühmt sich als Land der Forschenden. Doch Hochschulen und Forschungsinstitute haben ein massives Problem: Machtmissbrauch. Ich habe es an jedem Institut erlebt. Für mich ist es inzwischen tatsächlich die Regel und nicht die Ausnahme. Das heißt, man fühlt sich schon so ein bisschen ausgewählt, wenn man so eine Stelle bekommt, so sehr geehrt, dass man mit solchen Koryphäen in so einer prestigeträchtigen Position dann arbeiten darf. Und am Anfang denkt man einfach, man ist selber nicht gut genug. Man gehört nicht zu dieser Elitegruppe, die die Wissenschaft ausmacht. Gehen natürlich auch mit einem Mindset da rein, dass sie den Anweisungen oder Förderungsangeboten ihrer Führungskräfte dann irgendwie Folge leisten müssen. Das heißt, wenn der mir sagt, komm mal bitte abends zu mir nach Hause und bring eine Flasche Wein mit, dann meldet sich natürlich irgendeine innere Stimme, die sagt, wieso machen wir das jetzt da? Und dann wird es aber so geframed wie, ja, ist doch schön, machen wir es uns doch schön, da können wir ja auch arbeiten. Und das sind dann so schrittweise, also dieses schrittweise Herantasten, das schrittweise Begünstigen von Machtmissbrauch ist dadurch besonders in der Wissenschaft gegeben. Wie kann es denn sein, dass an dieser Hochschule jetzt zum wiederholten Male innerhalb von kürzester Zeit, es über Debatten gibt über solche Fälle von Machtmissbrauch? Also wir sind dankbar, dass es diese Debatten gibt de facto. Denn bei der Größe der Universität werden wir immer Fälle von Machtmissbrauch haben. Aber können wir da von einem strukturellen Problem sprechen? Wie schätzen Sie das ein? Also ein strukturelles MeToo-Problem haben wir meiner Einschätzung nach nicht tatsächlich. Wir haben aber natürlich eine Situation an bundesdeutschen Universitäten generell, wo wir Strukturen haben, die, wenn man da nicht vorsichtig ist und wenn man nicht entsprechende Verfahren installiert, tatsächlich Machtmissbrauch ermöglichen. Mir ist immer wieder in verschiedenen Fällen gesagt worden, ich soll bloß nichts sagen, mit niemandem darüber reden und lieber einfach kündigen und gehen. Dieses, ich muss ein Projekt fertig bekommen, ich muss eine Publikation haben. Ohne diese Publikation bekomme ich die Forschungsgelder nicht. Ohne die Forschungsgelder bekomme ich den nächsten Job nicht. Da ist meine Karriere ruiniert. Das ist das, was viele Leute dazu bewegt, das auszuhalten, mitzumachen, in dem System zu bleiben und das Spiel mitzuspielen, anstatt sich zu wehren. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augen liegen.